Leute. Wir sind mal wieder. Ich wollte mich mal wieder melden. Ach, du ahnst es nicht. Du ahnst es nicht. Also Leute, kehr mit deinem neuen Internet. Schlechtes. Nee, live kann ich übrigens momentan nicht gehen. Erst ab Januar wieder, dann habe ich eine 400.000er Leitung, Leute. Ja, an geht mit seiner Leitung. Ja, jetzt habe ich, nee, ich sag die knallharte Wahrheit. Jetzt habe ich nur eine 8.000er. Also ich habe auch kein Problem damit. Also, er legt bei dir auch gleich in Ruhe. Ich wollte gerade sagen, kriegst du auch gleich also mit 8.000 brauchst du nicht live gehen, Leute. Ihr wisst, die Streamer unter euch, die ein bisschen Ahnung haben, die wissen es. Eine knallharte Leitung, wo jetzt bei dir aus, hast du eine knallharte Leitung? Aha. Ja, ich meine, bei mir ist schon eine verlegt worden. Ich meine, wir fahren eh 100, Leute. Nicht, obwohl. Wie sieht's aus mit der zweiten Gunmark? Eher ein 100? Ist das possible? Weißt du was? Ach, von mir aus. Für die Zuschauer, nur für die Zuschauer. Für die Zuschauer, Alter. Ich hab gedacht, für mich. Leute, ich habe gesehen, ich habe recht viel Klicks auf meinem Kanal, aber ihr müsst abonnieren. Ne? Das ist zu wenig. Ich mache ein 100-Abonnenten-Special. Ihr könnt euch drauf freuen, aber ihr müsst einfach abonnieren, weil drunter ist schwierig. Ne? Ich weiß, was machst du bei 100 Abonnenten? Das ist ja auch motivierend für mich. Ne? Wenn ich sehe, also, oh, da stehen zwei Nullen. Okay, let's go. Ne? Okay. Boogie, weißt du noch, als ihr das Abonnenten-Special gemacht habt bei 50 Abonnenten, da hieß es, ich mache ein Gewinnspiel. Und dann... Dann hat das gelöscht. Bla, 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 bla. Ich habe eine Überraschung. Ich habe wirklich was richtig Heißes in der Pipeline. Okay. Ja, ihr werdet denken, oh mein Gott. Okay? Wenn du, das würde ich dir, wenn du mit deiner Pipeline kommst. Mhm. Und das ist übrigens meine eine meiner Lieblingskarten. Man soll es kaum glauben. Ne? Ich mag Chinesen. Also ihr seht noch keine. Ach doch, jetzt hier Chinesen. Wir werden bitte durchgecapt. Wie geht's euch, Leute? Oh, soweit ganz gut. Wie es hier steht. Buggy ist auch umgezogen übrigens. Also. Nee, Copyright, die dürfen nicht singen. Die dürfen nicht singen, groß. Achso, stimmt. Stimmt, wir machen es so gut. Ja, das war's dann mit Monetarisierung. Die Jungs stehen auf die. Los geht's! Ihr spielt's falsch, wir spielen's richtig auf Deutsch. Er hat's einfach nicht verstanden. Ja, aber wir sind gerade lernen. Okay, spätestens wenn ich mein Rohr verlegt habe. Also, bei 100 Abonnenten machen wir ein Video, wie ich mir Rohr bei Kiel verlege. Und wieder verlegst du ein Rohr oder du lässt dein Drachen steigen? Geh zu ihr und lass dein Drachen steigen! Haben wir so gegen das? Oh, Kiel, du denkst einfach so weit. Ja, ich werde den Baum an, falls wir diese Tarnung brauchen später. Junge, die Greta, die scheißt dich zusammen. Ich werde heute noch zu dir nach Hause und spuck dir ins Gesicht. Und deswegen mache ich ja. Ich stehe da. Ich mach diesen Baum um, damit wir den nachher nutzen können. Stimmt, stimmt. Das sind zu wenig Büsche. Eben. Du den linken, ich den rechten Baum. Komm. Teamwork. Teamwork ist Dreamwork. Ich hab ein Udes aufgeklärt da oben links. Und krieg direkt eine 400. Mach mich weg! Das ist so heiß. Ne, warte, es muss schon 4 sein. Bleib ein bisschen stehen, warte. Dass wir gleich bei AP starten. Ach komm, Bros. Was hast du vor? Alter. Ich will mit HE selber Schaden machen. Oh, die sind aggressiv. Oh ja, die sind aggressiv. Die sind ziemlich krass drauf. Das sind krasse Dudes und die sind. Oh. Darf ich Sheet laden? Ja, ja, musst du auch. Boogie. Wir machen das. Wir haben Kjell im Rücken. Wir schaffen das. Kjell ist mit deiner DPM musst du zur Verfügung stehen jetzt. Nee. Kjell muss gar nichts, nur wenn er will. Wie hat die IS-7 mir jetzt durch den Turm gebumst? Die hat auch keinen Durchschlag. Da rechts kommt eine IS-4 bei mir und ich lädt nach. Ja, ich hab auch mal. Kjell! Ja, ich krieg jetzt eigentlich den Arsch, das war's. Nee, sehe ich gar nicht ein. So wird das nämlich nicht mit der zweiten Gunmark. Ja, ist gecheckt. Ich check's nicht. Ich check's auch nicht. Ich verstehe die Panzerung, weil die IS-4 fickt mir souverän jedes Mal durch den. Okay, dann machen wir das. Die IS-4 Heatschutz eigentlich auf der Upper Plate? Ich weiß es gar nicht. Warte, ich fick. Oh, jetzt kommen sie links. Und rechts. Na nee, gut, ich schieße auf den Scheiß zusammen. La. Ich schieße auf den Scheiß zusammen.
Ich noch so Daddy Sugar, Sugar Daddy. Wo ist denn das Support von hinten, Kiel? Kiel, was ist da los? Oh, Scheiße. Ich muss. Ich hab gedacht, du musst das gern. Kann mir einer erklären, was der Supercock auf der anderen Seite der Karte macht? Sie gedacht, ich push die Flanke. Wie kann er mit einem Supercock, der hier super halt down stehen, kann da hinfahren? Der ist so dumm! Ich schätze 3500er Wertung bei 35.000 Gefechten. Und Pedophilie. Das war ein solides Gang, man. Entweder werden wir durchgekappt oder die werden durchgekappt. Das ist Standard auf der Karte. Boah. Da musst du es schneiden. Das war jetzt Zuckerli für unsere Zuschauer. ja, unser Bestes gegeben, Jungs. Ich hab unseren Popo freihalten müssen. Ich muss endlich lernen, wie man bei der E7, halt bei der E4 vernünftig durchkommt. Ich hab da so Probleme ab und zu. Ne, es ist ja eigentlich, die Fahrerluke war ja vorher ein Weak Spot. Aber jetzt momentan. Und die Seitenpanzerung ist halt pervers, ne? 160. Die Seitenpanzerung ist stärker als die frontale Panzerung. Ja. Aber ich werde das auch nicht so hätte, ich könnte damit nicht spielen. Hey, da wolltest du eine Gundy-Version nutzen. Das konnte er auf der Seite nicht, okay? Mit Köpfchen. Ja gut, man kann sich seine Windschutze nicht aussuchen. Geh mal raus oder sag mal. Ich bin draußen. Junge, ich bin noch drin. What? Es hat Spaß gemacht. Woran hat's gelesen? Wenn man das gelesen hat, fragt man sich immer, warum es gelesen hat. Ey, an uns lag es echt nicht, weil was können wir dafür, wenn die da drüben rumgammeln? Also. Ja gut, wenn wir gesehen hätten, dass der Superkong eigentlich useless wegfährt, hätten wir vielleicht zurückbleiben müssen. Ja, yep, hätten wir. Oh, ich hatte es sogar nicht daran gedacht. Ich auch nicht. Aber der Superkong, er hat's drauf, er hat's verstanden, er ist cool drauf. Cooler Typ. Ja, aber Boris, was war da bei dir das Problem? Du hast gegen die ES7 verloren. Was ist da passiert? Dienstags verliert er immer gegen ES7. ES7 ist mit jedem Schuss durch den Turm durchgekommen. Ja, gut, sie hat von oben auf dich raufgeschaut. Also. Ja, aber trotzdem mit so einem scheiß Durchschlag. Das wollte ich auch sein. Aber ohne halt mit Colt wahrscheinlich, ne? Er hat trotzdem 305 oder was Durchschlag. Guck mal, Kell macht den Schaden seines Lebens in seinem scheiß E100. Und das hier? Guck mal die ES7, die Wertung, das war Chef. Na gut, es ist keine Schande, gegen die Russen zu verlieren. Da, super, 10.000. Jetzt geht's. Er müsste ein bisschen Ahnung haben, wie er sie winkeln muss, die E7. Superkong hat aber auch 44.000 Gefechterfahrung, aber das sagt meistens nichts. Er ist aber ein dummer Huren, ich schreib ihn an. So. 6.200 für... Oh, E75, da. Oh nein, nur eine Runde. Ich finde es schön, machen wir heute eine deutsche Runde. Das Deutsche hat mir zu selten. Hat super funktioniert, direkt zwei Loses mit den deutschen Dreckspanzern. Aber weiter geht's, weil es Spaß macht! Wenn wir keine 100 mehr fahren, geht's ja. Ne, da kommt dann am Ende wieder das Abschlussrunde, das Video. Ich entschuldige mich an alle E100, bei allen E100-Liebhabern. Aber. Ja, musst du auch. Das Ding momentan immer noch nicht. Sie müssen nicht mehr buffen. Meine Meinung ist eine Einzelmeinung. Ich hab's meine Meinung. Hängt in einem Pranger. Komm schon, die Kommentare müssen mit Hates voll sein. Nur weil du ihn nicht spielen kannst, Walla, Junge. Ja, ich weiß. Ja. Das Gegner Platoon, was macht das? Wir hätten tatsächlich einen Heatschutz machen müssen. Die Turmpanzerung hätten sie nicht buffen müssen, nur einen Heatschutz. Gegen APCR ist ja nicht so schlecht, der Turm. Okay, Jungs, wir bleiben zusammen. Ich habe Angst allein im Wald. In Wald? Hast nicht mit einem E5... Du fährst doch nicht ins Welle, oder? Nein, ich fahr dahin, wo du bist. Los geht's! Ich fahr in die Stadt. Bin ein richtiger Deutscher. Also, direkt los. Ja. Der E75 eignet sich hervorragend zum Sidescreen. Oder zum einfach AFK anstehen, wie bei Clubs jetzt. Ja, ich muss eine Nachricht schreiben, bin ich ganz an mich. Ja, sorry, also.
Ja, aber wenn sie dich schon einlädt zum französischen Brötchen backen, dann sagst du nicht, nee, sorry, WOT geht vor. Ne? Also wenn du das sagst, dann bist du verloren im Leben. Und so was? Ja, unsere Zuschauer. Ich schreib's nicht mit den Zuschauern. Muss ein Kettel weg, dann fährt ein Arsch. Oh. Das ist wieder typisch. Der Österreicher ist an der Front und hinten gammeln die ganzen, die was die Kommandos ja, dort. Du bist das ja auch derjenige, der den Krieg immer lostritt. Ja. Der macht immer den Top Damage. Den kann man mal allein losschicken. Der kommt durch, der Mann. Er sagt immer, ich bin tot. Und dann lebt er noch eine halbe Stunde und macht 10.000. Junge, ich bin tot. Hast du 5.000 Damage? Oh, Panzer, das war die immer. Oh, das ist aus Versehen passiert. Und die Blau. Oh, ich hab ihn schon wieder angezündet. Oh, jetzt bleibt er aber komplett ab. Fick dich. Entschuldigung. Ich könnte gerade meinen, ein bisschen Frust raus. Was? Nein. Okay, die Mitte ist im A. Im A noch? Achso, okay, okay. Das ist meistens ein schlechtes Zeichen. Ja. Die Mitte musst du haben. Die Mitte musst du haben. Die AD steht hier. Okay, interessant. Wenn du die Mitte nicht hast. Dann kannst du eigentlich gleich den Hosenstall wieder zumachen. Nee, das kannst du jetzt ehrlich nicht von mir verlangen. Du willst, dass ich den Hosenstall wieder zumache? Ich hab keinen Bock zu fahren. Ich hab Kopfschmerzen und Migräne. Ich setz meine Tarnung an, Leute. Jetzt hat er wieder Kopfschmerzen, war ja klar. Boogie, mach mal was auf da vorne. Ja, warte, ich setz meine Tarnung an, okay? Achso. Oh, oh. Nein! Ja, ist ein bisschen viel geile Scheiße jetzt. Ja, aber sie haben alle daneben geschossen. Jetzt habe ich erst gecheckt, dass ich hier falsch stehe. Ich muss eins weiter vorfahren. Die Harte kriegt mich hier rein, das ist nicht so geil. Müsste ja richtig Gold bleiben, das ist ein Happy, da kann ich Auto machen. Ich mach sie wieder auf, okay? Ich benutze den Busch hier. Wenn ich sehe, wie der Kong da steht, dann weiß ich schon, dass er ein Useless ist. Steht da, Alter. Ich hab ein Problem, Justin. Wir können nicht zur Kirche vorfahren, dann können wir von der Mitte abgefrühstückt werden. Die hatte es ein bisschen noch mit drauf. Ein bisschen. Die werden gleich pushen, Boogie, und dann hauen wir unsere Granaten da rein. Wir sind bewegungsunfähig. Junge, du bist so gar nichts fähig. Boogie, wo sind deine HP hin? Ich habe erst eine vom Objekt kassiert, also ich habe nicht so viel HP. Jetzt lädt sie HE ganz schnieke. Der Leopard wird die Arbeit vergewaltigen, wenn wir davor fahren. Ich will nicht. Ja, willst du? Du willst es dir okay. Selbst eingestehen. So, du kennst mich nicht. Du kennst mich besser als ich mich selbst. Das stimmt allerdings. Hier ist meine bessere Hälfte. Du bist mein One and only. You are my one and only. Call me. Was ist mit diesem 05er? Hm? Der ist die geschossen. Du Schlagstreifer. Okay, Boogie, jetzt zeige ich dir, wie man das nicht macht. Okay. Bereit? Achso, du bist ja da vorne. Das funktioniert nicht. Heißt, das funktioniert nicht. Wieso funktioniert's nicht? Ich komme nirgends durch, alles gut. Achso. Ah, diese Erkenntnisbrust. Das heißt, wir können uns 4x5er. Ja, das macht keinen Sinn. Also, ich lache ja, damit ich Schaden mache und dann lasse er mich rausnehmen. Kann ich noch einen Plan? Einer von den... Sie haben beide geschossen, Brust, warum? Scheiß noch nicht. Junge. Nicht schlecht. Eigentlich müssten wir langsam Druck machen, wenn wir noch irgendwas haben wollen. Zu spät, da rechts kommt ein Teil. Nee, kommt doch nicht. Komm, ich mach das. Regel das. Echt eine scheiß Runde, ne? Was willst du machen?
Wir können auch nicht vorfahren irgendwie, ne? Ja, wenn sie beschädigt. Wir haben die Seestütze getroffen, Bogi, was mag man dazu? Ja, ist natürlich auch ziemlich krass. Sehen sie nichts mehr. Ne. Ja, sicher. Was, Bogi? Wenn ich so sage, dass ich nicht komme. Ich könnte auch einfach sagen, ich komme, dann komme ich doch nicht. Hm? Also, oh nee, ich bin tot übrigens, ne? 25 HP, ob das genug ist. Ja, komm, von dir kommt jetzt keiner auf die DHE zu laden. Viel zu blöd. Ich hab einfach gesidescript und sind drauf geschissen. Scheiße, oh, das war ein lecker 700er Breitpunkt. Boah. Wir sind die Lags wieder schuld. Oh, Alter, wie er mir einfach. Der Panzer hat keine Panzerung. Oder was? Ich bin mir jetzt absolut sicher, dass er keine... Ich hab keine Tarnung mit diesem Panzer bekannt. Naja, scheiße, Hunde. Aber ich hab Ecken gebunstet gegen 705A. Was haben wir uns gedacht? Bloß Man braucht da eh. Aber das hast du nicht kapiert. Nee, hab ich nicht. Ich bin dumm. Aber was sicher, dass mit deiner HE hast du so 2000 Schaden oder was, ne? Aber der hat nicht mal Gold geschossen, also Hut ab. Er kriegt jetzt sowas von der. Ja, das hat er davon, wenn er nicht Gold schießt, der Lappen. Der hat noch den ganzen Turm voll mit Munition. Ja, der hat ja ausreichend Munition, der weiter stimmt. Der muss Sex. Da bin ich mir mittlerweile ziemlich sicher. Ja, wenigstens ein Sieg, oder? Ich meine. Das ist das Einzige, das zählt. Oh Gott, die ist hübsch. Machen wir noch einen Dreier im Tiger 2, oder? Würde ich sagen. Das wird er richtig versaut. Und dann uns macht er an. Dann können wir es hochladen, hoffentlich. Nee, die letzte Runde wird ausschlaggebend sein, dass wir es nicht hochladen können. Das gefällt mir. Guck mal. Aurea, was ist das für ein Name? Ja. Shit, die muss ich anschreiben. Oh. 72 Leute, ihr wollt ganz ich hab das Munilager kaputt gemacht. Was das für Geräusche sind, das sind diese Musikanten-Stadelgeräusche von Bruce. Die wir jeden Abend gelassen. Ich kann's nicht so schön. Ja, Bruce macht jetzt einen Podcast auf, also sollte dann. Ja, den können wir runterladen für 5 Euro. Was labert ihr für eine Scheiße? Meine Amazon-Bibliothek und der Mediathek. Jetzt Zahnwurzel scheint es wieder besser zu gehen. Und nun etwas von Falcon. Oh, ich hasse Brust, aber let's go. Der war immer im Tiger 2 oder sehr oft. Oh. Ja. Was kommt her? Hast du Perlenfrust oder Perlenlust gesagt? Weil, Perlenfrust bei mir eher. Oh, schade. Die haben wir oft im Tiger 2. Er spricht von der Perle. Oh Gott, nein. So, was ist der Plan, Leute? Ich meine. Ja, ihr könnt euch wieder hier rumkloppen in der Mitte, wo letztes Mal Bruce die Diskussion hatte mit dem TD, glaube ich. Ach, ja, das werde ich auch machen, weil ich fahre nicht rechts, wenn links die Basis ist. Habe ich mal gehört, dass das keinen Sinn macht. Ach, fahren wir zur Basis? Ja, ich fahre nicht zur Basis, ich fahre in die Mitte. Fahren wir zur Steinigung? Ja, du kannst gerne zur Steinigung fahren. Nee, komm, fahren wir zur Basis und verlieren wir das. Ja, wir sind Junge. Das ist nur eine Art, die jetzt kommt. Ja, aber trotzdem, wenn er ausgespottet und kriegt auf die Schnauze. Hört nicht rumdiskutiert. Echt mal. Seit wann hat denn der was zu melden, Junge? Ich bin der Älteste. Das kann man wohl laut sagen, Kerl. Jungs, sie müssen sich erstmal treffen und dann den Schwanzvergleich machen. Dann also nach im Bett ist Kerl immer noch ein Junge. Oder was? Nee, ich hab keine Schuhe. 140er Ping, das macht zu viel Sinn. Also, der will nicht vor von der KV-122. Der hat mir angeschrieben, der hat mich angeschrieben und gesagt, der hat keinen Bock. Okay, dann warten wir mal, oder? Und wir müssen noch ein paar Worte sagen. Und Tiger 2 Kill. Keine Worte dazu? Fahrbar geworden. Top-Panzer auf Stufe 8. Bisschen lahmarschig, aber das geht deutsch nicht. Aber ja. Mein lieber Mann. Wenn ich
nicht, was zu sagen in dem Scharmützel. Was? Das Nashorn, das will auch nicht weiterfahren? Alter. Fahrt doch endlich weiter, Leute. Und ich bin Affen. Ich hab direkt auf mich geschossen. Und, Hellcat? Ne, Höllenkötze. Jagdpanther seitlich bauen, ist halt schon unglücklich, aber der Tiger 2 ist trotzdem. Man muss zeigen, dass man Eier hat, okay? Das muss ich nicht zeigen, das kann man bei mir schon sehen. Das kann man da riechen, Junge. Nee, ich trage halt enge, sehr enge Hosen und Wollen wir reinfahren ins Cap? Okay, vergiss es. Er macht es einfach. Er muss zeigen, dass man Eier hat. Okay, Bucke, wenn sie auf dich drauf haben, bin ich da. Sie haben gesagt, hey, what's love? Aber nicht gerade du, oder? Ne, das noch nicht, oder? Oh, was? Tiger 2, jetzt hab ich ja was sie gelobt, ne? Jetzt tritt mal. Ich krieg Basis Erbauungspunkte. Oh. Dutzki, Nutzki, Bratzki, Dutzki. Nicht Bratzki, Dutzki, oder? Hm, eigentlich schon. Ja, du schaust schon. Ach, das war meine Granate. Nutzki, Nutzki, Nutzki. Ist es aber nicht. Wir haben sie beschädigt, da. Kann ich den da rausnehmen? Ja, geht. Klar. Nein. Ich will mir nichts boten. Ja, da schießt ja keiner drauf, das geht doch, ja auch nicht. Doch, eine Arti. Eine Arti, mehr auch. Jetzt müssen sie kommen, jetzt machen wir Druck in der Hose. Nein. Sie werden kommen. Vor allem von hinten. Was? Ist denn nicht den Kalle 75 Tester, was angerollt kommt, sagt Herbzlaff? Ja, das Ey, hinter uns. Groß. Ja, warum sagst du nichts? Das gebounced in meinem Arsch. Ich krieg ihn nicht rein. Ne, du kriegst ihn jetzt rein. Ich krieg nicht rein, Mann. Bist dich. Ich bin schon ganz drauf. Nimm ihn raus, er geht doch. Willst du oben oder hier schauen? Ich schau oben. Okay, okay. Da greift er das Wort, so stich. Boki, wir brauchen vielleicht mal. Oh, Kiel, du kannst. Bisschen Gleitgel. Kiel, ein bisschen Gleitgel. Schmeiß rüber mal, die Dose. Ich will deins, das prickelt so schön. Ja, da sind auch so Glitzer ist da drin, ne? Ja, das ist self-made. Nicht schlecht, nicht schlecht. Weißt du, wir hätten das cappen können, wenn die Arti mich nicht getroffen hätte. Ja, hätten wir auch. Du hast du gedacht, nee, ich fang mit dir von der Arti. Da muss ich sagen, bin ich sehr stolz auf dich. Ja, würdest du den Arsch hier mit ins Cap bewegen? Dann können wir nee, den... ich komme nicht mehr weg. Ich muss den E25. Hinter uns kommt ein Galahad. Ich seh's. Und oben ist ein Ich hab keine Gun Elevation, vergiss es. Ich versteck mich hinter dem Arsch, okay? Nee, fahr einfach weiter hoch. Wir können ja nichts machen, sonst. Ich hab keine Gun Elevation. Ist eine Arti. Die Diskussionen sind legendär, Leute. Den Daumen hoch dafür, okay? Na, Daumen rein dafür. Bucky, hier hält die Arti hin. Junge, interessiert mich nicht. Ich hab wirklich auch. Da kommt eine ES6, könnt ihr eine Hilfe gebrauchen? Wieder kommt eine ES6? Ne, da kommt eine ES6 und du hast 6. Das ist ein Problem, oder was? Normalerweise nicht, aber auf einmal doch, ne? Weil sie sagt, jetzt lade ich von AP zu Gold und dann kann ich auch den machen. Au. Und dann sagt die Arti so, hey, what's love? Und dann sagt sie, lässt dich fest, got to do. Oh ne, wenn es schon so weit ist, dann können wir so weit, aufgeben. Gesagt, wenn sie 100, sowas da. Sagt. 100 von der Arti. Hat sie jetzt die Arti geschossen? Nehmen die ES6 raus, ja hat sie. Oh, da links ES. Ja, da ist einfach auf der ES drauf, okay? Oh, was bummst du da? Ich schau, dass hinter uns der EKV nicht kommt. Oh, bei mir ist gleich vorbei, weil. Der ES und Arti und. Oh ne, die Arti. Oh. Ja, warte, ich nehme ihn raus und raus. Nee, er ist raus. Ja, hab ich schon. Er ist raus. Achso, der ES nicht, ne? Warum nimmt mich der ES raus, Junge?
Tiger 2! Mann! Kommt da hinter dir. Au. Ja, Bruce, woran hast du gelesen? Ja, ein Kill. Ne, stimmt, der war nicht bei uns, sonst hätten wir es geschafft. Nein, bei uns. Eine Kanone mehr hätten wir gebraucht. Ich hab gesehen, ich hab die Kugel den 75 gemacht. Ja, der war ja kein Problem, Junge. Wir hatten Probleme mit kleinen Scheiß. Von allen Seiten an. Von oben. Ja, aber echt. Von vorne, aber wir haben uns gar nicht so schlecht geschlagen. Das ging einigermaßen. Und den ES6 haben wir dann noch im Endeffekt bereitet. Okay. Und wir haben uns abgesprochen. Zwar für unsere Art und Weise, aber wir haben uns abgesprochen. Wir haben uns gegenseitig den Arsch zugeschoben und dann wurde es ja. Den Arsch aneinander gerieben. Ja, das könnt ihr. Leute, das ist doch legendär mit denen, oder? Ja, ja. Okay. Sag noch Tschüss, liebe Zuschauer. Tschüss, liebe Zuschauer. Nee, warte mal, wir gucken die Gefechtsauswertung noch an. Das interessiert die Leute. Okay, okay. Ich habe aber kaum was gebounced, das wundert mich. Ja, ja. Also. Ich wollte euer Arsch aneinander reiben sehen. Hey, wir haben alle drei zwei Kills, okay? Die Jungs diskutieren mehr, als sie spielen. Was soll das heißen? Aber an uns lag's nicht. Wir waren im Cap, wir haben das Cap verteidigt. Sogar relativ lange. Stimmt allerdings. Okay. Also Leute, bis demnächst. Ciao, ciao.